den habe ich für die Nutten an der Reeperbahn stehen. Ich habe da mal als Musiker gearbeitet. Und ach, jetzt fängt man neue Film an, morgen bei YouTube. Ach. Bitte nicht, okay? Aber da habe ich dann festgestellt, ich habe als Musiker auf der Reeperbahn noch gearbeitet, 85, da gab es tatsächlich noch Live-Musik in den Strip-Joints und so, ja, in der Ritze, da wurde noch live gespielt. Ist ja leider vorbei, DJs haben alle in der Hand genommen. Leute wie mich werden da nicht mehr gebraucht, aber da habe ich eben halt so die Mädels kennengelernt. Nicht, dass die mich rangelassen hätten, nee. Ich war ja noch so jung, ich war 21 oder 22 zu dem Zeitpunkt. Andere junge Männer wären da als Kunden wahrscheinlich sehr willkommen gewesen, aber die hatten irgendwas, haben die in mir gesehen, dass sie mich beschützen wollten. Da habe ich gemerkt, die haben einen unheimlich ausgeprägten Mutterinstinkt. Da ist auch nie ein Grund für. Die hatten nicht wirklich eine Mutter oder einen Vater. Die kamen alle aus irgendwelchen verkrampften Existenzen und waren eigentlich bloß ganz arme Seelen, die eigentlich auch nur eins wollten, geliebt werden. Ganz einfach. Ganz einfach zu durchschauen. Die haben einen komischen Weg zu suchen. Aber die sind einfach bloß, ja, arme Seelen, ein bisschen in die falsche Richtung gekommen. Und das hat mich zu diesem Song inspiriert.